Ja, also es waren zwei Behörden. Es war die Waffenbehörde in Berlin, das ist auch die Kriminalpolizei, die ist die Waffenbehörde. Die hat diese waffenrechtlichen Sachen gestartet und die Staatsanwaltschaft in Form der Generalstaatsanwaltschaft sogar, also des höchsten Staatsanwaltes von Berlin, die hat dann wegen der Strafvermittlung in Kriegswaffensachen mir die Tür eintreten lassen. Wiederum vom SEK der Polizei Berlin. Also es waren diese beiden Behörden zusammen. Sie haben, ich glaube, mehrere tausende Seiten Akten inzwischen angefüllt mit dem ganzen Vorgang. Es blieb am Ende nichts bei hängen, abgesehen von einer Ordnungswidrigkeit, wo ich also irgendeinen Formfehler mal begangen haben soll, der irgendwie 20 € kosten soll. Ansonsten ist da nichts. Aber Gesamtschaden bisher so an Anwaltskosten und zerstörten Dingen, beschlagnahmten Geräten, über 30.000 Euro. Müssen die dir das nicht ersetzen, wenn sie es zerstört haben, beziehungsweise wenn sie die Prozesse verlieren? Nee, das ist auch irre, ne? Willkommen im Rechtsstaat Deutschland. Also, es kommt darauf an, sagt der Jurist und sagt auch meine Anwältin. Sie müssen, wenn das am Ende alles eingestellt wird, ja, mangels Beweisen und so und so, ich weiß, das heißt dann irgendwie, ich glaube, 170, StPO 170 ist dann der Paragraph, dann müssen Sie direkt erlittenen Schaden, also zerstörte Türen und solche Dinge, das müssen Sie dann ersetzen. So, da Sie mir jetzt über viele Jahre meine Sport- und Jagdwaffen entzogen haben, dafür kriege ich keine Form von Entschädigung. Und meine Anwaltskosten dann auch nur gedeckelt bis zum Betrag XY. Also das dicke Ende kommt noch. Wenn ich das dann weiß, sage ich es auch gerne alles detailliert. Aktuell kann ich nur spekulieren. Ich muss dann umgekehrt den deutschen Staat verklagen auf Wiedergutmachung. Und ja, sagen wir so, bei der Erfolgsrate, die ich gerade habe im Rechtsstreit mit dem deutschen Staat und der leichten Parteilichkeit der Richter, habe ich da nicht so viel Hoffnung. Du hast von den mittlerweile über 60 Strafverfahren gesprochen, die größtenteils diesen Paragraphen Beschimpfung von Politikern betreffen. Ja, Beschimpfung, also Verächtlichmachung und Beleidigung oder so ähnlich heißt das, 188 jetzt. Dann sind noch ein, zwei Fälle von Verunglimpfung des Bundespräsidenten. Das wurde dann immer ganz schnell eingestellt. Den habe ich nie verunglimpft. Ich sage immer wieder, Frank-Walter Steinmeier ist ein fürchterlicher Faschist. Aber das verunglimpft ja nicht das Amt des Bundespräsidenten, sondern ich sage, Steinmeier selbst verunglimpft dieses Amt. Würde ich jetzt sagen, der Bundespräsident an sich ist XY, das wäre diese Straftatbeständigkeit. Der Überzeugung bin ich gar nicht. Genauso wie ich auch nie, keine deutschen Flaggen verbrenne zum Beispiel. Ich finde das albern. Also da würde mich da auch nicht aufregen, aber ich finde das blödsinnig, das zu tun. Also all die Dinge, die ich da mache, sind ja erlaubt. Entsprechend bin ich auch noch nirgends wirklich angeklagt worden dieser Dinge. Aber man macht eben ein Ermittlungsverfahren nach dem anderen. Und das führt dazu, dass die Polizei dann sagt, die führen mich offiziell beim BKA als politisch motivierten Straftäter. Das ist meine offizielle Akteneinstufung, die steht gleich draußen drauf, ja. Und dann steht im Indikativ, er hat folgende Straftaten begangen. Also da wird dann in der Ist-Form behauptet, was mir unterstellt wird. Der absolute Wahnsinn. Ja, ist eine glatte Lüge. Hast du es eigentlich schon mit dem Verfassungsschutz zu tun bekommen? Ja, mit beiden. Wenn wir sagen, das Blues Brothers, nicht? Wir spielen beides, Country und Western. Also in meinem Fall sind zumindest der Landesverfassungsschutz Berlin und der Bundesverfassungsschutz, also das Bundesamt für Verfassungsschutz, die Ex-Maaßen-Behörde, der Haldenwang, also höchstpersönlich mit seinen Truppen. Beide beobachten mich, das mussten sie jetzt zugeben. So viel verlangt dann das Datenschutzgesetz. Der Geheimdienst muss einem also mitteilen, dass er einen beobachtet. Dann muss er einem auch mitteilen, was er über einen weiß, was nicht seine Arbeit gefährdet, Zwinker, Zwinker. Du kannst dir also vorstellen, es sind von allen Dingen, die er weiß, so ein paar alte Adressen und eine Telefonnummer. Und dann steht da so eine Standardformel. Alle übrigen Informationen können wir Ihnen aus Sicherheitsgründen für die Bundesrepublik Deutschland nicht mitteilen. Die Gründe dieser Einschätzung können wir Ihnen ebenfalls nicht mitteilen. Also, was die nun genau haben, kann ich nicht sagen. Aus Informantenkreisen innerhalb der Sicherheitsbehörden kann ich sagen, die zapfen 24/7 meine Telefone ab, überwachen meine Internetleitung, so sie denn können, fangen E-Mails ab und tracken meinen Standort, wenn ich mich in Deutschland befinde, auf Basis meiner Mobilfunkdaten.